voll. Also hat so ein bisschen angefangen mit eben dem Yeti und so. Aber das ist ja auch schon ein bisschen ausgelutscht irgendwie, das Motiv. Und dann war das wie so die erste Skizze, wo ich dachte, das ist cool, da kann ich ein bisschen weiterarbeiten. Also ich bin Luisa und ich komme aus der Ostschweiz, aus St. Gallen. Und jetzt bin ich aber hier zu Luzern zum Animation studieren. Ich habe mich für Animation entschieden, weil ich das bewegte Bild spannender finde als das Standbild. Ich habe mich für das Projekt gemeldet, weil ich denke, das ist super geil, wenn ich am Schluss von diesem Projekt einfach so ein Maskottchen kann umarmen, das ich selber gemacht habe. Ich finde das eine super Möglichkeit, dass ich das Maskottchen machen für die Winter Universiade. Weil man das wahrscheinlich nicht noch oft machen kann im Leben. Also so ein bisschen Bär gewesen und Yeti waren die Inspiration für das Maskottchen. Und auch das Murmi, wenn ihr das kennt. So einfach so das Fällige, so ein fälliges Viechli, das lustig ist. Es passt zu der Winteruniversiade, weil es auch so jung ist wie alle Teilnehmer. Und ehrgeizig, ambitioniert, ein bisschen frech. Aber genau, es ist ein Allrounder, kann alle Sportarten, ist überall dabei. Also bei dem Prozess habe ich gelernt, dass nicht einfach nur so schnell eine Skizze machen ist und dann ist gut, sondern dass man dann sehr lange so ein bisschen umbasteln und umarbeiten, bis dann wirklich das Endprodukt ist. Und auch so seine Arbeit zu präsentieren und dahinter stehen, was man gemacht hat. Die Herausforderung war, dass man so sehr detailliert muss arbeiten muss und lange dran umnifeln. Das Maskottchen hätte ich gefreut, wenn es Schnupferli heissen würde, so eine rote Nase hätte.